Hallo und willkommen bei Jamuna Toni TV. Wir sind hier im Elefantenhaus im Tierpark Hellerbrunn und sprechen jetzt mit dem Revierleiter vom Elefantenhaus. Das ist der Herr Fries. Hallo Herr Fries. Hallo Frau Müller. Wir haben mal ein paar Fragen an Sie und wollten mal wissen, wie sieht denn Jamuna Tonis typischer Tag aus? Im Moment ist es so, dass sie keinen richtig typischen Tag hat. Also kleine Kinder haben eigentlich nicht so richtig typische Tage. Natürlich hat sie Prioritäten. Es ist erstmal natürlich ihre Milchflasche trinken, spielen und schlafen. Dann hat sie, nachdem sie wieder im hinteren Bereich ist, geht sie zum Baden. Also sie wird mit warmem Wasser abgeduscht und hat so ein Planschbecken, das wir von der Feuerwehr geschenkt bekommen haben. Da planscht sie dann. Und macht sie das gerne? Sie badet sehr gerne, weil die Elefanten brauchen sehr viel Feuchtigkeit für ihre Haut. Denn der asiatische Elefant lebt ja in einer hohen Luftfeuchtigkeit. Und genauso wie wir Menschen ist es so, dass wir bei Heizungsluft eben auch trockene Schleimhäute bekommen, eine trockene Haut. Und das ist bei ihr auch nicht anders. Und dann fängt die an, sich andauernd zu kratzen irgendwo. Darum wird sie gebadet. Nach dem Baden kriegt sie dann so eine Art Hobelspäne, um sich abzutrocknen. Aber das findet sie auch ganz toll, oder? Das ist total cool, weil das so ein bisschen schuppert auf ihrer Haut und also ein bisschen die Verdunstungskälte nimmt. Und im Anschluss dann, wenn sie dann trocken ist, wird sie mit feuchtem Lehm eingeschmiert von oben bis unten. Dann ist sie ganz gelb. Dann ist der Vormittag im Großen und Ganzen mal für sie beendet. Also sie bekommt dann immer noch alle 2 Stunden ihre Flasche. Und nachts alle 3 Stunden. Und wie viel trinkt sie dann so? Also pro Flasche, wie viel ist das ungefähr? Im Moment bekommt sie immer 1 Liter angerührt. Den trinkt sie, wenn sie Lust hat, aus. Manchmal trinkt sie etwas weniger. Manchmal möchte sie dann auch mehr. Aber am Tag ist es ungefähr, also in 24 Stunden trinkt sie zwischen 7,5 und 8 Liter Milch. Ist sie denn wirklich so ein Schmusofant, wie es in der Presse immer steht? Zeitweise. Also es ist halt nicht so, dass sie den ganzen Tag nur kuscheln möchte. Das ist ja dann zuwider. Und wenn sie es möchte, kommt sie eben von selber auf einen zu. Und dann aber richtig. Also da ist dann, und da kann man sie aber auch sehr schwer entziehen, selbst als Mann dann. Weil dieses Kindchenschema ist halt so extrem bei ihr auch. Wenn die einen so anguckt und legt dann einem den Kopf so auf die Schulter und drückt sich dann so an einen und fängt an so zu seufzen, dann ist man natürlich hin und weg. Aber sie lernt auch schnell, oder? Sie ist eine, die sehr, sehr schnell lernt und wie alle Kinder, das, was sie nicht soll, lernt sie am schnellsten. Also den Blödsinn einfach. Es ist also so, dass sie momentan in der Phase ist, wie die kleinen Kinder auch, dass man alles, was in ihrer Reichweite ist, am besten wegtut oder versteckt, als sie es sonst sofort findet. Also Handys rumliegen lassen ist nicht. Die kann sie jetzt schon hochheben und wegtragen. Dinge verstecken oder eben, wenn man mal nicht aufpasst und dreht sie um, dann zack, fehlt irgendwas. Oder was sie auch gern macht, ist bei den Kollegen, die nachts hier sind, dass sie immer gerne da liegen will, wo derjenige eben liegt. Also wenn jetzt zum Beispiel der Pfleger in seinem Schlafsack liegt, dann möchte sie gerne in den Schlafsack rein. Geht der Pfleger auf die Toilette, kommt zurück, dann liegt sie im Schlafsack drin und ratzt so vor sich hin. Und stellt sich dann teilweise schlafend, weil sie jetzt den Schlafsack haben will. Oder sie legt sie dann eben auf, wenn man eine Jacke, auf einer Jacke liegt, dann legt sie sich eben dann auf die Jacke, wenn man mal schnell weggeht. Weggegangen, Platz gefangen. Mei, also schon auch so menschliche Verhaltensweisen, ne? Sie ist ja zum Beispiel eine typische Frau, sie ist extrem eifersüchtig. Wenn man sich mit den anderen, also wenn man bei ihr steht und redet mit den anderen Elefanten, dann kommt sie immer von hinten und stupst einen so an. Gut, dann vielen Dank fürs Interview, für das ausführliche Interview. Okay. Frau Müller, vielen Dank.